Influencerin zu sein bedeutet für mich, dass ich auf einem Silbertablett in der Öffentlichkeit stehe, in einer Berufssparte, die noch sehr neu ist. Ich weiß, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen sind, die mir zuhören und mir vertrauen und schauen, was ich mache, was ich sage. Das ist das Schöne am Influencer-Sein und auch das Schöne an der Verantwortung. Ich habe dadurch natürlich auch eine Möglichkeit, die Themen zu platzieren, die mir selber wichtig sind. Ich lebe ja schon sehr, sehr lange vegan und stehe ein wenig in der Öffentlichkeit. Irgendwann hat sich dann mal ergeben, dass ich die Macher vom Weltvegan-Magazin kennenlerne. Und ja, das hat irgendwie direkt gefunkt. Also wir haben uns super verstanden und hatten sehr schnell den Wunsch, auch gemeinsam was auf die Beine zu stellen. Ich hatte dann die Idee, ein Format ins Leben zu rufen, was sich Marie trifft nennt, wo ich mich mit 2 bis 3 Personen des öffentlichen Lebens treffe und mit denen über Lifestyle, Ernährung, Nachhaltigkeit spreche. Und dabei entsteht dann eben auch immer eine vegane Fashionstrecke. Das war mir besonders wichtig, um zu zeigen, dass vegane Mode heutzutage nichts mehr mit Öko zu tun haben muss, sondern trotzdem auch cool aussehen kann und trotzdem sogar auch luxuriös sein kann. Bei dem Thema Webseiten erstellen, denken viele immer noch, das ist wahnsinnig kompliziert. Und mit Jimdo hat man tatsächlich ein Tool, was einen total an die Hand nimmt. Deswegen ist das großartig, dass jetzt beispielsweise auch sogar mein Vater eine Webseite erstellen könnte, die komplett nach seinen Bedürfnissen ausgerichtet ist.